Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo Folge 30. Ah, 30, wir haben genullt. Yes, es ist Marios. Das ist doch was Schönes. Ich sag es dir. Ja, ihr habt gesagt, dass euch das ganz gut gefällt hier so mit dem derzeitigen Elefantengehege. Wir wollen jetzt auch demnächst nochmal aus dem neuen Pack, was rauskam, auch nochmal was einpflanzen. Wir sind jetzt gerade dabei, einmal hier sozusagen, wie nennt man das denn, Mille? Man könnte es auch als Futtertropen nennen oder als Blumenbeet. Genau, es soll ein Blumenbeet werden. Also so ist der klar. Hier sollen so ein paar Blümchen rein, aber die müssen halt ein bisschen hoch, weil sonst siehst du davon ja nichts. Nee, das stimmt. Und das wäre ja denkbar schade, weil du sollst hier ja was sehen. Wir müssen halt nur aufpassen, deswegen habe ich extra den Balken an der Seite aufgelassen, also diesen hier. Weil hier dürfen wir ja auf gar keinen Fall über die Bepflanzung hinwegkommen, weil sonst ist Großalarm hier. Großalarm. Weil das mögen sie auch nicht haben, wenn sie von den Pflanzen nämlich erquetscht werden. Und da müssen wir dann halt so ein bisschen auch noch drauf aufpassen, sozusagen. Ja, zu viel nicht, ne? Also zu viel darf auch nicht sein, ja. Genau. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken, was passt da sozusagen noch so ein bisschen rein. So, wichtig ist, denke ich mal, so ein schöner großer Baum, wo sie sich dann noch mal so ein bisschen dran rubbeln können, den Rücken so. Ja, genau so. Na? Ein paar Felsen vielleicht noch. Wir haben jetzt mittlerweile hier auch zugemacht. Ja, die sind da ja abgeplätzt, ne? Genau, die sind hier ja sozusagen abgebüxt. Und das hoffentlich können sie jetzt nicht mehr. Ne, schauen wir mal. Aber der Unterstand ist auf jeden Fall angenommen, ne? Genau, der Unterstand ist angenommen. Wir haben mittlerweile auch ein, wo ist es denn? Ein zweites Weibchen habe ich gekriegt. Die süße Maus. Namensvorschläge gab es jetzt leider noch gar nicht von euch. Nehmen wir immer noch sehr, sehr gerne. Und die Frage war auch im letzten Video, die uns auch leider keiner beantwortet hat. Wollt ihr, dass wir noch diese Zaunplatzierungen weiter zeigen oder nerven sie euch? Nur damit ich es eben halt weiß, damit Mille und ich da auch noch mal ein bisschen dran arbeiten können oder eben halt nicht. Wäre sehr interessant, mal eure Perspektive sozusagen zu hören. Also fleißig in die Kommentare schreiben, sonst können wir ja nichts ändern. Dann vielen, vielen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Wir haben uns wieder sehr darüber gefreut und sind euch wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Weil wir sind ja jetzt hier auch noch so eine kleine, niedliche, überschaubare, familiäre Runde und das liebe ich ja, ne? Ich mag das. Und du, Mille? Ja, so haben wir auch ein bisschen Übersicht noch, ne? Ja, so kannst du halt wirklich immer ganz gut nochmal gucken. Guck mal, das könnten wir auch als Busch hier mal hinmachen. Haben wir nicht immer denselben Busch. Guck mal. Und ich bin schon sehr gespannt auf die alten Elefantenbabys und du, Mille. Ja, das dauert, ne? Ich weiß gar nicht, wie lange dauert das, bis die... Boah, die sind lange schwanger. Die sind furchtbar lange schwanger. Also ich weiß, dass die Elefantenbabys in Pläne zu 14,8 Jahre benötigen, um überhaupt erstmal als ausgewachsen zu gelten. Und das ist ja schon mal eine enorme Ecke hier, ne? Würde ich mal so behaupten. Das ist eine lange Zeit. Das ist eine ganz, ganz lange Zeit. Guck mal, jetzt haben wir den auch endlich mal platziert. So, in der Wüste gibt es ja jetzt auch nicht so hyper extrem viele Bäume. Das heißt, hier sollen gar nicht mehr so viele jetzt rein. Also so ist mein Plan. Ja, man soll ja auch ein bisschen was von den Elefanten sehen. Ich wollte gerade sagen, man soll ja auch ein bisschen was sehen können. Das ist ja nicht so wie bei den Elchen zum Beispiel oder bei den Rehen. Die haben ja gerne dichtes Gehölz, ne? Also da kannst du ordentlich Bäume reinstellen, damit die sich auch ein bisschen verstecken können. Guck mal, hier ist ein Baum, da können die sich da von mir aus gerne noch mal ein bisschen was zu essen runternehmen. Gibt das auch so einen Elefantenbaum oder sowas? Oder hast du den schon drin? Den habe ich schon drin, das ist dieser hier. Der, ne? Und der andere, also es gibt hier so einen Affenbrotbaum, aber der ist halt wirklich... Hässlich. Ey, die sind ja nun mal so. Das nützt ja wirklich alles. Aber zum Rückenschrubbeln sollte der doch auch gehen, ne? Ich wollte doch gerade sagen. Der kippt auf jeden Fall nicht gleich. Also wir können uns ja mal eben einmal alle angucken. Also das ist einmal dieser hier. Das ist ein bisschen runter, ne? Dann ist es dieser hier, den kann man ja ruhig noch ein bisschen in die Erde lassen. Ist so. Auch ein bisschen tiefer setzen, ja. So.
So würde ich es machen, vielleicht. So. Und dann würde ich ihn vielleicht aber auch hier so in die Nähe vom Haus mit hinstellen. So, dann gucken wir uns das erstmal an hier. Guck mal, da muss ich wieder Rasen mähen. Hat dein Mom schon was gesagt? Nein. Ich glaube, beim letzten Video, da war eine Fläche, aber ich glaube, die hattest du gemäht, ne? Ohne, dass ich was gesagt habe. Ja, ich kenne ja mittlerweile den Milli. Ja. Ich weiß ja, was ihn stört. Ja, traurig, wenn nicht, ne? Langsam kennst du mich, ne? Ja, so langsam. So langsam ist gut. Ich glaube, würden wir so einen Test machen wie dieses Hochzeitsspiel, ne? Wo immer der eine die linke oder rechte Hand heben muss, wo dann so Sachen zur Beziehung gefragt werden. Ich weiß nicht, hast du von dem Spiel mal was gehört? Nee, muss ich nicht. Also wir beide würden dann Rücken an Rücken sitzen und irgendjemand würde dann Fragen stellen. So, was ist typisch Mille, was ist typisch Firebay und was ist typisch wir beide? Ich glaube, da würde ich besser abschneiden als du. Das kannst du haben. Da bin ich mir sicher. Da bist du sicher, oder? Da bin ich mir ganz sicher. Mögen die eigentlich auch Felsen? Die mögen auch Felsen. Das wäre jetzt das nächste sozusagen gewesen, was jetzt gekommen wäre. Ich will hier jetzt aber nochmal so ein bisschen so hier genau so in die Ecke, aber ein bisschen runterlassen, dass das auch so aussieht wie krass, was nicht gemäht wurde hier in der Ecke. Hat der Frank vergessen zu arbeiten. Und er muss doch noch sein Pavillon abbezahlen, Mensch. Ja, ja, ja. Das muss er. Ich sehe den Kommentar jetzt schon vor mir bildlich. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn Frank schreibt. Ja, absolut, absolut. Aber wenn alle schreiben, also ja, ob jetzt das, Daniela meine, das, oder Fuxi ist. Das so oder so, aber ich finde das auch toll so, weil Frank ist ja eigentlich einer von den LKW-Fahrer-Dokus-Guckern. Ja, der eigentlich bei mir angefangen hat zu gucken und ist dann mit hier rübergekommen zu Planet Zoo, was ich richtig toll finde. Guck mal, jetzt kriegst du hier deine Steinchen, Milli. Ja, das ist doch gut. So ein bisschen mal dazwischen setzen, ne? Weiß gar nicht, lieben die auch Schlampert oder sowas? Das müssen wir nachher mal gucken. Jetzt will ich erstmal hier so ein bisschen. Da will ich nachher noch eine Statue ganz gerne rauf haben, glaube ich. Oder so eine Wasserfontäne, irgendwas. Was sie auf jeden Fall brauchen. Wir müssen sowieso mal gucken, wie weit jetzt hier die Forschung ist. Das wäre auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal ganz gut. Die Löwen sind schon mal voll. Das heißt, wir können uns jetzt auf die afrikanischen Elefanten konzentrieren. Was sehr gut ist, denn vorher kann ja auf jeden Fall nichts einziehen. Ich werde jetzt nochmal hier ein bisschen Play drücken. Ich glaube, die Nacht bricht auch gleich herein. Ich werde jetzt noch einmal hier H drücken. Und dann gucken wir mal, welcher Bereich passierbar ist. Die können hier immer noch raus? Ne, es ist weg. Aber da wahrscheinlich. Da können sie angeblich raus. Die eine Stelle da. Ja, da können sie immer noch raus. Obwohl ich da jetzt ja schon was platziert habe. Ja, dann muss da noch mal was extra hin. Noch ein kleiner Felsen vielleicht irgendwie anpacken. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was. Guck mal, den könnte ich da jetzt so mal ransetzen. Mal gucken, ob er auf der anderen Seite jetzt nicht so viel durchguckt. So, ein bisschen hier die Ecken kaschieren und den Weg einfach nur mal für die ein bisschen enger machen. Dann sollten sie doch gar nicht mehr rauskommen. So, und jetzt kommen sie da auch nicht mehr raus. Nee. Genau, was ihr jetzt hier seht, ich habe noch eine Ebene reingepackt, denn der Elefantenbulle konnte ja gar nicht schwimmen. Also wir haben jetzt noch eine tiefere Ebene beim Schwimmen. Und jetzt kommt erstmal das Wichtigste, Mille. Die Leute können ja zwar noch nicht so gut reingucken, aber wir können ja noch nicht mal Geldspenden entgegennehmen für das teuerste Tier im Planet Zoo. Nö, oder mit fast das teuerste weil da Tier. Keine Spendbox drin. Genau, da hast du gut aufgepasst. Und das werden wir jetzt doch nochmal nachholen, denn wir haben ja hier die Möglichkeit, erstmal nochmal was hinzustellen. Und hier nochmal was hinzustellen. Ja, nochmal einen Aussichtspunkt in der Mitte vielleicht. Ja, das ist schon mal eine gute Idee. Hier so, genau. Das ist so ein Gerät, das lockt die Zuschauer hier hin. Dann wissen sie, hier ist ein Aussichtspunkt, wo sie dann gut gucken können. Und Fotos machen. Und Fotos machen können, genau. Und guck mal, hier haben wir auch gar keine Spendenboxen. Dann kopieren wir uns auch mal eine Spendenbox hier. Weil hier sind ja schon ganz viele Zuschauer.
Ja, die sollen noch ein bisschen Geld da lassen, ne? Ich wollte gerade sagen, die sollen ja noch mal ein bisschen was hier für fürs Gemeindewohl tun, unserer Elefanten. So, und hier unten wird nachher noch so eine Art Steinmauer längs gezogen auf dieser Seite. Ja. Dass zumindest die Elefantenbabys die Möglichkeit... Ach nee, da ist ja eh der Zaun hier. Das heißt, sie können da ja so oder so nicht abbuchsen. Ein Tier ist entkommen. Welches Tier ist denn entkommen? Wie bist du denn da rausgekommen? Der Babylöwe. Na, wie kann das denn sein? Dann müssen wir da gleich nochmal kontrollieren. Ich wollte gerade sagen, dann müssen wir uns jetzt mal einmal ein Baby suchen. Wie viele gab es denn überhaupt? Also hier ist Mama. Hier ist Mama. Hast du nur ein Baby bekommen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe gar nicht geguckt. Nee, ich habe das auch gar nicht mehr. Lass mal, dann müssen wir mal gucken hier. Wo ist denn hier der... Was ist denn das? Ach, guck mal, wir haben 3 Polarfuchsbabys. Oh, und hier ist das entkommene Tier. Da müssen wir jetzt gleich nochmal gucken. Wird er jetzt eingefangen oder nicht? Also ich meine mal, der Zoopfleger ist schon ganz aufgebracht, dass dieses Tier hier entkommen ist. Ja, das mache ich auch immer so. Durch die Treppe beamen wir alles durch. Ja, ja, da ist eine Kiste. Und dann müssen wir gleich mal gucken, wo der kleine Stinker rauskommt. Wo ist eigentlich Papa Löwe? Da oben. Oh ne, das ist nicht. Das ist so eine der Figur. Löwe, ja. Ach, hier liegt er. Hier liegt er. Er möchte gerne ertrinken. Er möchte gerade. Der liegt ja auch gut, wa? Der liegt richtig gut hier. Sieht aus, als wenn er da eingewachsen ist. Ey. Also in Wirklichkeit wäre er da jetzt ertrunken in seinem eigenen Trinkwasser, ne? Wo ist denn das Baby jetzt? Da kommt er. Ertrunken in der da, Tränke. Da. Ihn müssen wir jetzt direkt anmarkieren. Oh, er ist aber auch ein Hübschi, ne? Ja, ich bin so, gespannt, wo kann er denn? Da. Guck mal, da kann er raus. Und sonst? Oh. Da kann er auch noch raus. Mensch, der hat aber auch. Oha. Ein Tiger auf Umwegen, ehrlich. So, dann müssen wir jetzt erstmal ganz kurz Pause machen. Ah, der ist zu breit, der ist zu weit auseinander, ne? Muss da wahrscheinlich noch einer zwischen. Von so einem Pfeilern da, das zu breit. Ja, das kannst du haben. Ich guck mal, ob das wirklich reicht, wie du sagst. Wenn wir da jetzt wirklich einen zwischenschieben. Bei den anderen Stellen war, glaube ich, auch so ein Zaun. Ich guck mal, ja. Das kann auch sein, dass das da für die Babys zu weit auseinander ist. Ich guck jetzt nochmal. Aber er kann da angeblich immer noch durch. Ja, da ist hier, hier kommt er durch. Das ist aber groß. Müssen wir hier jetzt nochmal so ein bisschen... Und dann machen wir hier einfach nur ein bisschen so runter. Müssen wir die Ecke ja jetzt ein bisschen kaschieren. Hier müssen wir hier mal die Ecke für ihn zumachen. So, ist die erste Ecke dicht? Sieht gut aus. Ja, die ist schon mal zu. Das haben wir da auch noch, ne? Nein, jetzt ist da trotzdem noch was, Milli. Ich glaube, weißt du, was wir jetzt machen? Wir haben die Natur hier ja offen. Wir werden jetzt einfach noch mal hier so ein Alibi Stein hier mal in die Ecke packen. So wie hier natürlich auch. Machen wir hier einfach mal einen hin. So. Ah, guck mal, der geht jetzt genau auf die Treppe, ne? Dann laufen die da ja wieder durch. Das macht dein Monk ja gar nicht mit. Nö, die stehen im Pelz. Aber hier, der hier hat doch so eine Kante nach unten. Den könnten wir trotzdem dahin platzieren. Aber guck mal. Und dann geht er nämlich unter die Treppe längs. So, dann schauen wir doch mal, was... Wo ist denn jetzt unser Löwenbaby? War nicht im Schatten. Das ist so das Papa. Da! Ja, er liegt, ne? Da oben ist er. Boah, sieht gut aus, ne? Wenn die hier so auf ihrem Felsen laufen. Ja. So, dann wollen wir mal gucken. Guck mal, hier vorne ist jetzt schon alles super. Das, jetzt sind es nur noch so diese kleinen... Da sind 3 Sterne, ja, wahrscheinlich auch wieder zu weit auseinander. So. Das, jetzt haben wir zwar eine andere Felswand, aber das finde ich gar nicht schlecht, weil die beiden Felsen harmonieren ja recht gut miteinander, ne? Ja. Und ich glaube, hier war die eine Stelle. Boah, was für ein Loch. Was für ein Loch alleine. So, das könnte doch schon reichen, oder? Könnte schon reichen. Ich mache ein Stück noch mit dem rüber. Und jetzt schauen wir mal, weil eigentlich im Wasser können sie ja nicht da unbedingt zwingend hochklettern. So, wo ist er denn jetzt wieder hin, der? Der Lümmel. Also Papa ist hier schon mal am Spielen. Ach, guck mal, er ist hier. Er ist, wie schnell er einfach ist.
So, jetzt zeig mal her hier. Jetzt gucken wir uns mal den blauen Pfad an. Über den blauen Pfad, das ist für ihn hier zu hoch, zu niedrig. Das heißt, wir müssen jetzt diese beiden hier nehmen und mit dem X mal ein Stück noch nach oben schieben. Und dann, guck mal, jetzt kommt er da nämlich nicht mehr raus. So, hier kann er aber angeblich ausbrechen, aber da weiß kein Mensch warum. Und hier ist es auch wieder nur zu Niedrig, niedrig. ja. Das heißt, wir werden jetzt diese beiden noch mal eben hier markieren und auch hier noch mal ein bisschen hochsetzen, inklusive den. Und dann schauen wir doch mal, wo ist denn der jetzt? Da, guck, da ist der Kleine. So, jetzt kann er aber an. Ups, jetzt wird gerade neu berechnet. Ich verstehe nur noch nicht so ganz, warum er angeblich hier ausbrechen kann. Na, hoch genug ist er, sage ich, ne? Ich werde es mal drauf ankommen lassen. Vielleicht müssen wir mal gucken, wenn er halt schwimmen ist. Das können wir jetzt ja gerade nicht erkennen. Aber im Moment, glaube ich, haben wir jetzt die größten Gefahrenquellen erstmal besiegt. Guck mal, es regnet gleich. Aber es ist toll, ne? Wenn du hier so aus den Bäumen rausguckst. Sieht gut aus, ja. Sieht echt gut aus, ne? Also so aus Löwenperspektive hast du echt einen schönen Ausblick. Ja, das Guck mal, schön. Mama Löwe steht hier doch. Guck mal. Schön im Schatten. Guck mal, jetzt haben wir hier Mama. Die Löwenperspektive der Mama. Oh, das war. Da haben wir ja die goldene Minute bekommen und jetzt regnet es. Und Löwen mögen kein Wasser. Eigentlich wäre es jetzt realistisch. Guck mal, Ja. er rennt schon rein. Er geht in die Höhle, ja. Er verkriecht sich hier schon. Guck mal, unser Podest benutzen sie auch. So, wer ist denn Tierwohlbefinden hat Aktivisten hergerufen? Unsere Freunde. Ihr seid doch da unten drin. Warum seid ihr jetzt eigentlich unzufrieden, ihr kleinen süßen Phönix? Warum? Ich finde es so lustig, dass sie hier unten in die Höhle gehen von dem Haus. Aber guck mal, jetzt sind sie ja gar nicht unzufrieden. Da will ich was ich sagen, Der gezeigt. Ernährungszustand ist ein bisschen schlecht, aber da können wir ja noch mal dran arbeiten, indem wir ihn jetzt. Aber sie haben schon Wir haben schon Qualitätsstufe drei. 3. Tier ist gestresst. Ja, wahrscheinlich von den ganzen Zuschauern, die gerade hier so rumlaufen, ne? Dann müssen wir noch mal unsere Alibi-Schilder da mal reinpacken. Dann Ja, dürfen die hier nicht so genau, laut die gibt es sein. hier auch. Aber auch lange nicht mehr eingesetzt. Nee, das stimmt. Das ist schon ein bisschen her. Eigentlich haben sich unsere Zooleute immer benommen, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass sie auch immer im Stau stehen. Höhö. Tja, der sich nie auflöst, wirklich. Da ist es doch. Nicht füttern, nicht stören. Weil ich die alles andere als schön finde, machen wir die natürlich wieder in die Erde. Und sie wirken ja trotzdem auf unsere. Ja, das ist das Gute da dran, ne? Ja. Aber schön sind die Schilder nicht. Hast du so recht. So, hier haben wir ja noch gar keinen Strom. Aber schon alles wieder weg. Wir müssen aber langsam jetzt mal uns auch hier um unsere Elefanten kümmern. Ich muss jetzt erstmal was finden. Afrikanischer Strauß. Irgendwas, was hier so zum Elefanten passt. Bestimmt sowas hier, ne? Ja. So, dann gucken wir jetzt mal von oben durch. Was ist das denn hier? Ein Biberbecken. Das Biberbecken mögen die. Kann ich mir gar nicht vorstellen. So, dann gibt es jetzt erstmal elefantastisches Spielzeug. So. Und dann mögen sie sowas hier. So, wo könnte man das denn hinpacken? Also ich meine mal, dann können sie von da gucken und von der Brücke gucken. Das wäre natürlich ideal, ne? So, dann brauchen sie aber noch so eine kleine süße Futtertonne. So, die sollen aber auch was zu gucken bekommen hier. Also wäre es ja eigentlich jetzt nur realistisch, wenn hier auch was hinkommt, ne? Richtig. So, und hier würde ich es jetzt einfach gut und realistisch finden, wenn es hier oben hinkommt. Also nicht weit weg vom Schlafplatz.
Machen wir. Oh. Ei. Aber dafür habe ich ja auch das hier gelassen. Damit sie denn wenigstens auch eine Option haben, wo sie vielleicht ein bisschen in Ruhe essen können, ne? So, jetzt machen wir mal hier die Taschenlampe an. Guck mal, das ist cool, ne? Ja, da sieht man was im Dunkeln. Das hat uns Capo for You mitgegeben, diesen Tipp. Im Dunkeln mit dem Bauen. Fand ich cool. Ja, mal so ein Tipp, ne? Ist auch manchmal nicht verkehrt. Ja, wir wissen ja auch nicht alles. Also, nee. Da sind wir euch wirklich auch dankbar, wenn da was kommt. Guck mal, hier ist noch so ein richtig schöner weißer Pfeil. Den können wir dann auch mal schön hier mit hinstellen. Da können sie dann auch mal so ein bisschen baden drin, ne? Und hier ist noch ein riesiges Wasserbecken, Mille. Guck mal, das könnten wir ja hier mit hinpacken. So, dann ist es jetzt zwar ein bisschen kantiger hier geworden, aber das ist ja jetzt erstmal nicht schlimm. Und haben sie schon mal was drin, ne? Wo wir finden nur 90%. So, und dann haben wir hier noch ein schönes Schlammbecken. Das werden wir jetzt hier drinnen mal so ein bisschen verstecken. So, dann können sie sich hier nämlich ein bisschen suhlen. So, und damit da dann theoretisch Wasser gesehen reinkommt. So weit muss das weg. So, jetzt ist da ja schon mal ein bisschen Wasser. Und nun gucken wir hier mal bei den Spezialeffekten. Beim Brunnen. Unter Wasserblasen. Auch. Na, jetzt ist ja gerade dunkel. Wie in der Schnee. Wasser lieben die ja, ne? Forschung ist auch schon mal fertig. Erste Stufe nur. Machen wir hier nochmal so ein bisschen Wasser mit drauf. 14 Tiere sind unglücklich. Tier leidet unter niedrigem Wohlbefinden. Das Gehege. Die Temperatur. Was ist denn hier mit Temperatur? Auch um die Temperatur seit dem neuesten Update. Okay, dann müssen wir ja mal eben gucken, was das Zoopedia sagt. Was wollt ihr denn haben? Jetzt bis 22 Grad stand da, 42 Grad. Okay, und wie viel Grad haben wir? 6 Grad nur. Ja gut, dann packen wir hier doch noch mal einen kleinen Heiz rein. Das ist die Klima. Hier ist der Heizer. Lassen wir hier doch noch mal ein bisschen was in die Erde. Der ist jetzt auf schnucklige 20 Grad eingestellt. So, jetzt warten wir mal, bis hier ein bisschen rot wird. Guck mal, jetzt wird es da ja schon mal rot. Dann kann da ja noch einer in die Erde. Dann sollten sie auch nicht mehr meckern. So. Fennig wird bald erwachsen. So, nun gucken wir erstmal hier die Gäste an. Oha, wir haben über 6000 Gäste, mein lieber Scholli. Hier haben wir die Veterinärforschung, das ist schon mal gut. So, was ist bei dir? Der Ernährungszustand. Flüssigkeitszufuhr. Also da habt ihr jetzt eigentlich aber, ihr habt hier einen großen See. Ja. Wie so oft, da gehen sie da nicht rein, ne? Dann stehen sie davor und übel durstig. Ja, ich frage mich nur, wo unsere ganzen Tränken gerade hin sind. Ich hatte hier mal Tränken hingestellt. Da ist eine. So, hast du jetzt getrunken? Guck mal, jetzt ist er schon mal glücklich. So, wegen dir sind Aktivisten gekommen, was ich gar nicht verstehe, weil dein Wohlbefinden ist zu 99% zufrieden. Befindet sich nicht im idealen Bereich. Auch hier ist es die Temperatur.
Dann glaube ich. Oh, guck mal, wir haben ein weißes Giraffenbaby. Oh mein Gott. Mensch. Ein weißes Coverbubble. So, dann machen wir hier doch mal an einige Stellen noch mal so Wärmeareale. Wir wollen ja jetzt nicht, dass die hier alle abhieren, ne? Nee, wir wollen auch keine Aktivisten. Nee, nichts Schlimmeres. So, Tier hat Essen von Gästen gefressen. Warum füttern die denn unsere Pfennigs? Jetzt kann ich hier noch so ein Schild hinpacken, bitte nicht füttern. Das ist großartig. Ich meine, sie sollen leise sein, aber sie wissen nicht, dass man Wildtiere nicht füttert. So, bitte nicht füttern. So, geht's dir jetzt sehr schlecht? Ich finde es echt lustig, dass Mama oben schläft. Oder Papa? Papa oben schläft, während Mama hier unten mit den Kleinen ist. Ich finde es aber ganz gut, dass wir es auch genau so gebaut haben, dass sie die Möglichkeit haben, auch sich da unten zu verkriechen, ja, wenn sie gestresst sind. Und das haben sie ja auch getan. Und jetzt ist die Folge auch, denke ich, schon wieder lang genug. Jetzt können wir eh erst wieder ein bisschen was für unsere Süßen tun, wenn... Ja, vielleicht sind wenn die Forschung soweit ist. Ne, wollte ich gerade sagen. Und nun wünschen wir euch einen wundervollen Tag. Ja, hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und Feier im Herzen. Bis denn dann. Tschüss.